Willkommen in Slowenien! Ich habe den perfekten Stein gefunden. Lost Place. Wie kommt man dann aufs Dach? Alles nicht mehr ganz so stabil. Kann man diesen Säulen vertrauen? Hallo Anna! Hallo. Wo sind wir denn hier schön? Blick Richtung Sonne. Willkommen in Slowenien! Hallo! Wir sind jetzt endlich unterwegs. Wir sind Bled. Auf dem Campingplatz angekommen und starten heute in unsere erste Offroad-Tour. Also wir fahren hier so einen Rundkurs und enden an einem Wasserfall. Morgen haben wir noch keinen Plan. Und jetzt testen wir mal unsere Haldec, was sie im Gelände so kann. Der erste Fotospot hier in irgendeiner komischen, kranken Ruine. Da ist unser Auto, der T4, unser Oso. Das ist der Discovery 4 von Jens und Julia. Und da hinten der rote Pajero von Franz und Marlene. Fralene in the Box. Kommt auch mal unten der Kanal, könnt ihr euch mal direkt mal reinziehen. Jetzt gibt's ein bisschen Offroad-Action hoffentlich gleich. Wir sind gleich hier fertig mit den Straßen und dann geht's los. Hallo. Ecke, ich bin der Franz. Wir sind hier mit dem Eddie unterwegs. Verbraucht viel Sprit. Sehr viel Sprit und noch mehr Sprit. Wir lassen jetzt erstmal hier ein bisschen Luftdruck ab, damit wir da vorne besser durch den Schnee kommen. Das ist leider nichts für uns. Das ist uns einfach ein bisschen zu rough. Der Disco 4 mit 15 Sperren, 3 Untersetzungen, 712 PS kommt da nicht lang. Das mit 100 PS und 2 Sperren, no chance. Wir fahren runter. Hätte schön sein können. Weil das mit dem Offroaden in den Bergen nicht so geil war mit diesem vielen Schnee, haben wir gesagt, wir gehen jetzt mal hier noch so einen schönen Wasserfall anschauen. Wir sind jetzt fast oben nach 20 Minuten Treppenlaufen. Wir lassen jetzt noch schnell ein bisschen Reifendruck ab mit diesem ARB Tire Deflator. Fertig. Kacken schnell. Wir haben jetzt auf 2,7 runtergesetzt, dass wir so ein bisschen weniger Luftdruck haben. Dann ist es ein bisschen entspannter im Gelände. Ich habe den perfekten Stein gefunden zum Luftablass. Aber wir haben doch den ARB Tire Deflator. Brauchen wir den nicht mehr? Wir brauchen keinen Stein mehr. Super. Wir sind jetzt im Krieg. Wir fahren noch ein bisschen Piste. Jetzt müssen wir ein bisschen Besorgung machen und dann geht's wieder zurück auf die Piste. Es ist so unfassbar laut durch den Wind. Timo ist ein Stück vorgefahren, ich habe ihn gefilmt. Richtig nice Strecke hier direkt am Meer entlang. Der eine fährt, der andere filmt und man darf hinterherlaufen oder wird sogar abgeholt.
bisschen arg windig, ich glaube man hört. Deswegen hier nichts gut schlafen hier. Sehr windig. Wir gucken jetzt mal nach einem anderen Plätzchen, das ist ein bisschen arg windig. Wo gehen wir hin jetzt? Weiß ich nicht. Dann fahren wir einfach weiter. Heute geht's weiter mit einem Lost Place. Wir waren gestern noch auf dem Campingplatz und sind jetzt heute noch ein Stück weiter in einem verlassenen Hotel und das werden wir jetzt mal ein gutes Stück erkunden. Ich will jetzt gerade mal kurz auf den höchsten Punkt hier hoch, auf so einen Turm und werde jetzt mal noch ein bisschen hier rumlaufen. Uiuiui, ui, ui, sieht das hier ramponiert aus. Wie sieht es hier aus? Ui, der Schrank ist noch halb eingeräumt, hä? Tag, Sam! Ich weiß nicht, wo der gleich wieder rauskommt. Oh, ich glaube, hier wohnt niemand mehr. Oh, die Tür. Ist noch gut. Oh, die Sonne scheint. Sauber. Fenster ist gekippt. Hier ist keins mehr. Schön hier. Ich glaube, es war mal gemütlich mit dem Teppichboden. Hallo, Aufzugsschacht. Jetzt müssen wir mal gucken, wo es ganz hoch geht. Gemütlich. Tageslichtbad. Schön. Ah, der Aufzugsschacht geht bis ganz oben, oder? Ah, scheiße, wie kommt man dann aufs Dach? Ach, hier ist die Leiter. Also, ich gebe dann kurz oben. Welcome on top. Geil. Schön hier. Alter, von hier hat man halt einen geilen Ausblick. Junger Vater. Holy moly. Also von hier oben hat man natürlich auf jeden Fall mal einen richtig geilen Ausblick. Ich hätte jetzt auch noch Bock, meine Drohne zu holen, weil es hier schon echt episch ist mit diesem kranken Ausblick. Hinten ist auf jeden Fall auch noch ein Schwimmbad und ich glaube, da gehen wir jetzt auch gleich noch hin. Ich muss jetzt auf jeden Fall noch mal wieder den Weg nach unten finden vom Dach. Hier oben ist auch noch ein Raum. Was ist denn hier? Ach, krank! Das ist der Aufzugraum. Wow! Hier laufen die Stahlseile, die den Aufzug betrieben haben. Das ist geil, hier sind quasi die Motoren dran. Und dann hier die verschiedenen Stahlseile, die sind natürlich jetzt komplett verrostet. Aber sowas habe ich auch noch nie gesehen. In so einem Räumchen war ich auch noch nie drin. Und hier kann man richtig die Spindel noch sehen. Das könnte der Warmwassertank sein, der hier quasi aufgehitzt wurde, oben auf dem Dach. Und dann konnten die Leute unten richtig schön warm duschen. Ist alles nicht mehr ganz so stabil. Hebt's mich? Ja, okay. So, von hier oben haben wir noch mal einen schönen Ausblick nach ganz unten. Oh, so schöne Treppen hier. Oh, hier war wohl die Chill-Out-Area. Schwingt, aber hebt. Gut. Hier muss man natürlich richtig aufpassen, dass man sich nicht irgendwie wehtut. Da oben waren wir vorhin und jetzt laufe ich mal so darüber und gucke von oben auf die Pool-Area. Ich bin die prima Ballerina, so fühlt sich's an. Liebe Baubegutachterin, kann man diesen Säulen vertrauen? Also wir haben einige Ablatzungen, ein paar freiliegende Bewehrungen. Ansonsten hängt die Decke hier. Da kann man ja auch hochklettern, so einfach ist das. Ja. What a pool area! Und hier ist noch ein überdachter Pool. Hinten sind wahrscheinlich die Duschen und da kommt man sogar wieder ins Haupthaus. Also dieses Hotel hier ist nördlich auf Krik. Hier ist nichts abgesperrt, gar nichts, also hier kann man einfach rein. Das ist jetzt nichts super Besonderes, glaube ich. Willkommen an der Bar. Möchten Sie einen Cocktail genießen bei uns?
Da hinten sind die anderen, da gehe ich jetzt auch wieder hin. Oh, hier gibt es noch ein paar schöne Gruppenduschen mit Tageslicht. Schaut ihr euch mal den hier an. Hey, wir gehen jetzt Gruppenduschen. Das ist die Nummer 1 Luxusherberge auf Crick gewesen. Es ging hier um Sex, Glücksspiel, Schauspiel, Diktatoren, Macht, Millionen und dann wurde es geschlossen. 45 Millionen Dollar hat es gekostet. Im Dezember 2001 haben die letzten Gäste ausgecheckt, nachdem es beim Krieg öfters mal noch den Besitzer gewechselt hat. Und damit war es dann auch vorbei mit dem Hotel. Da drüben ist es Meer. Wir fahren jetzt hier noch ein bisschen durch die Berge und hoffen wir mal, dass wir mal noch ein paar schöne Aufnahmen kriegen. Vielleicht auch mal ein bisschen Gelände, dass man auch mal ein bisschen das Auto in Action sieht. Fahren wir einfach mal weiter. Den Reifendruck auf. Für uns ist jetzt auch erstmal Ende Gelände mit der Runde. Machen heute erstmal noch ein Chilling, gehen wir noch mal ins Meer. Vielleicht gibt es noch ein paar schöne Aufnahmen. Aber ich glaube, das Video ist jetzt hier dann auch erstmal zu Ende. Liken, abonnieren, teilen nicht vergessen. Noch ein paar Sekündchen und dann ist schon fertig. Marlene sagt Tschüss. Tschüssi. Franz sagt Tschüss. Hey, Tschüsskowski, alle. Jens sagt Tschüss. Tschüss. Und die Julia sagt Tschüss. Ciao. Sonne sagt Tschüss. Also. Habt euch lieb, bis zum nächsten Mal. Adieu! Wir müssen nur gucken, dass wir auch den Weg wieder rausfinden, ne? Hier war jetzt gerade einfach die Polizei. Schon mal einen Linienbus auf einer Piste gesehen. So ein Glauben! Halt, halt, halt.